bei dir. Antwort einfach nicht, ne? Ich fick dich doch, du Ex-Muslim. Warum redet denn nicht? Ich war ja ganz kurz. Warte ich mal. Hat keine Lust auf dich. Dein Internet ist kacke. Nein, meint er sich. Hey! Jetzt ist wieder gut. Möge der Jesus Christus euch segnen. Ja, ich hab direkt das gemerkt, das bringt ja nichts. Er beleidigt dich am Ernst. Ist man ja schon gewöhnt. Ist man ja schon gewöhnt. Ablehnen. Weg. Ami Abu, gib dir Tee aus. Nein, ihr müsst mir richtig Skiköfte und alles ausgeben. Ich will Grillplatten. Viele Grillplatten. Keine Match-Anfragen hier. Ich will nur die heftigsten Steaks essen, in den besten Restaurants hier dinieren und ja, so dass ihr ein richtiges Festschmaus für mich vorbereitet hier. Für Dr. Scherer war mir nur das Feinste vom Feinsten, Kobe-Steak und so. Nein, Gott segne euch und eure Familien, ihr Wundervollen. Ich hoffe, euch und euren Familien geht's gut. Ich hoffe, den Familien der Muslimen geht's auch gut. Ja, möge der Herr Jesus Christus euch alle segnen, behüten und beschützen. Ja. Könnt ihr mich gut hören? Weil ich bin ja schon wieder in irgendeiner Pampa unterwegs, ey. Hetzman ist schon wieder irgendwo in der Pampa unterwegs. Pampa. Es hängt, ja, siehst du, ich komme, du bist doch gebratene Igel. Ich mag dich. Ja, ich mag euch auch, ihr Lieben. Ich hab euch sehr, sehr lieb, ihr Wundervollen. Ja, ihr Wundervollen, ich hoffe, ihr habt den Herrn Jesus Christus gepriesen, geehrt, gelobt, ihm gedankt. Für alles, was er in eurem Leben so macht, ne? Auch wenn wir manchmal straucheln und hinfallen und es manchmal keinen Ausweg gibt, auch dann selbst den Herrn preisen und loben. Das ist nämlich das Schwierigste von allen. Klar, wenn es uns immer gut geht, natürlich danken wir Gott. Oh, danke Gott. Aber was ist mit den Momenten, wo es uns nicht gut geht? Sind wir auch dann bereit, Gott zu danken und sagen, danke Herr, dass du mich auch diese Erfahrung hast machen lassen? Wir klagen Gott direkt an. Gott, warum? Wieso? Weshalb? Amir, isst du eigentlich Schweinefleisch? Nein, ich esse kein Schweinefleisch. Aber ich habe auch kein Problem damit, Schweinefleisch zu essen. Das ist doch Quatsch, sowas. Hier geht es doch nicht um Schweinefleisch oder irgendwas speisen, trinken, irgendwas. Hier geht es doch um viel, viel mehr als nur das. Wir sind doch frei in Christus. Und der Herr hat für uns bezahlt am Kreuz, sodass du in Freiheit mit Verantwortung leben darfst. Ne? Die Gnade des Herrn Jesus ist kein Freifahrtschein fürs Hardcore-Sündigen, aber wenn du fällst, die Gnade rettet dich dennoch. Sonst wären wir alle Menschen verloren, weil wir von morgens bis abends ja sündigen. Versteht ihr? Du bekommst einen ganz anderen Bezug zur Sünde. Klar fällst du hier und fällst da mal. Aber du gibst dir viel, viel mehr Mühe, ein Gott wohlgefälligeres Leben zu führen. Gott segne euch. Kann ich so Dings annehmen? Sag mal, schick mir mal bitte eine Anfrage. Ich will mal gucken, ob das funktioniert. Oder ist das ausgeschaltet oder was ist das? Könnt ihr mir mal ganz kurz eine Anfrage schicken? Habe ich verdient. Ja, okay, alles klar. Dann könnt ihr wieder rausgehen. Ist okay, ich dachte, das ging nicht.
Ja, für diejenigen, die nicht rein wollen, die können wir wieder raus, ne? Wo ist der hin? Ist der hier drinne? Abo Hetzerei, bist du da? Danke für die ganzen Likes und Geschenke, ihr wundervoll. Möge der Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen. Euer Dr. Sher Abu Amir. Ja, ihr müsst euch mal vorstellen, dass der Jesus Christus jegliche Versuchung standhielt. Ne? Als der Teufel alles versuchte, um den Herrn Jesus Christus zu versuchen, hat er kläglich versagt. Auf der anderen Seite sehen wir aber, wen der Teufel locker versucht hat und es auch geschafft hat, ihn unter Kontrolle zu haben, und das war Mohammed. Er hat ihn Verse zitieren lassen, das kennt jeder von euch. Die satanischen Verse sind authentisch überliefert worden. Selbst der Koran bezeugt das ja. Sure 22, Vers 52. Und das ist ein Desaster für jeden einzelnen Muslim, der Mohammed auf Schritt und Tritt folgt. Weil du weißt ja gar nicht, erstmal war der sowieso nicht Herr seiner Sinne durch diese Verzauberung von diesem Juden. Und zweitens hatte auch der Größte, also der Iblis, dann auch Kontrolle über ihn. Das ist unglaublich. Das lesen wir in Sure 22, Vers 52. Und selbst Allah sagt, wir heben auf, was Satan einstreute. Da fragt man sich allen Ernstes, ja gut, wenn das alles nicht stimmt, was waren denn die Verse, die Allah aufhebte, die Satan einstreute? Ne, diese Frage muss ja, also die Frage ist ja offen und muss ja beantwortet werden. Wenn diese satanischen Verse nicht stimmen, was hat Allah da rausgeholt, was Satan einstreute? Also wir sehen, dass da diese Geschichte, die Ulema da aufgenommen haben und auch Bukhari, dass das alles authentisch ist. Und deswegen müssen wir absolut uns in Richtung Jesus Christus bewegen, weil kein einziger Mensch hier auf der Erde uns zum ewigen Leben führen kann. Das ist nur der Herr Jesus Christus, und das weiß jeder von euch. Jeder, auch die Muslime insgeheim, wissen das. Sie machen zwar aus Mohammed einen Sündlosen, aber der Koran, Gott sei Dank bezeugt der Koran, dass Mohammed ein Sünder war. Sure 48, Vers 2 und Sure 47, Vers 19. Der Einzige, der von allen nicht gesündigt hat, ist der Herr Jesus Christus. So sieht's aus. Deswegen ist es eine Ehre für uns, einem Sündlosen zu folgen. Möge der Herr Jesus Christus auch jeden Einzelnen von euch die Augen öffnen, ne? Dass ihr erkennt, wer der Wahrhaftige ist. Was ist das für ein Bulli, Bruder? Ein fetter Mercedes hier. Fetter Mercedes. Der neueste Mercedes hier bei Dr. Sher Abu Amir. Nein, das ist nur Leihwagen. Mein Wagen ist gerade in der Werkstatt, jemand ist mir reingebrettert. Und das muss repariert werden. Und das ist ein Leihwagen, den ich von der Versicherung bekommen habe. Der Dr. Sher Abu Amir muss ja hier Dings mobil bleiben, hallo? Aber nochmal darauf zurückzukommen, ihr müsst euch mal vorstellen, dass die Muslime jemanden folgen, der nicht Herr seiner Sinne war, der sich vorgestellt hat, mit seinen Frauen zu schlafen, obwohl er es nie getan hat. Leuten irgendwie ganz komische Sachen empfohlen hat, die wissenschaftlich eine Katastrophe sind, und zusätzlich kommt auch noch, dass Satan die Macht über ihn hatte und ihn Koranverse zitieren ließ. Also das ist ja Wahnsinn. Und dann schreibt dir jemand, möge Allah dich recht leiten. Das kann nicht. Ich gehe einfach nur noch kaputt, ey. Möge Allah dich recht leiten. Ich kann diesen Satz nicht mehr hören, ne, Leute. Sag mal, könnt ihr diesen Satz noch mal, könnt ihr den Satz hören, ne? Möge Allah dich recht leiten. Nach dem, was man so alles über den Islam herausgefunden hat, das wirkt wie so ein Witz, wenn das jemand sagt, möge Allah dich recht leiten, ne? Das ist genauso wie Islam ist Frieden. Das F im Islam steht für Frieden. Das F im Islam steht für Frieden. Für Frieden und Freiheit. Für Frieden und Freiheit für alle Nationen, genau. So unfassbar. Deswegen aus der Perspektive heraus, dass sich mit so zu betrachten, dass Mohammed so unter schwarzer Magie stand, von Satan Verse bekommen hat,
so ganz komische, unwissenschaftliche, also wissenschaftliche katastrophale Aussagen getätigt hat, die wir heute nachweislich ja, widerlegen können. Ne? Also da kann kein Muslim sagen, nee, das ist nicht so und dies und das. Die bestehen doch immer auf wissenschaftliche Wunder. Ja. Und dann sagen die immer hier mit vielen, vielen Zahlen. Also ihr kennt das ja, wenn die immer kommen mit so wissenschaftlichen Wunder und auch Wunder im Koran, mit so irgendwelchen Zahlen, die dann sagen, dass das Eisen irgendwie, das Siedegrad vom Eisen wird dort beschrieben. Oder das Wort kommt so und so oft vor. Dann frage ich mich, ja, in welchem Koran haben die denn nachgelesen? In dem von Wash oder dem von Hafs? Das ist eine einzige Katastrophe. Da gibt es noch andere. Über 36 verschiedene Versionen, Koranversionen. Nicht Übersetzungen, wirklich Versionen. Dr. J. Smith hat das eindeutig bewiesen. Und da kann kein Muslim dran rumrütteln. Die Muslime versuchen es halt unter den Teppich zu kehren. Ne? Ja, schade um ihre Seelen. Ne? Schade um ihre Seelen, die verloren gehen. Ne? Weil sie Mohammed geglaubt haben und weil sie den Imamen und Schiuchs geglaubt haben und nicht selber auf die Suche gegangen sind. Ne? Ihr seht ja, in der islamischen Welt machen die sogar Takfir auf Dr. Yasser Qadi. der Gelehrte, der die meisten Titel so hat, also der wirklich Ahnung vom Islam hat. Der hat so 7, 8 oder 9 Titel im islamischen Recht. Er kennt den Koran auswendig, hat den Koran auswendig gelernt. Und natürlich durch diese Aussagen, die er getätigt hat, hat er sich vom Islam, also die islamische Umma hat ihn dann, also die muslimische Umma hat ihn dann natürlich ja, Takfir auf ihn gemacht, ne? Obwohl er die Wahrheit gesagt hat und gesagt hat, ja, es gibt Ungereimtheiten in der Belieferungskette und Entstehungsgeschichte des Islams. Und wenn du tief eintauchst, werden die Dinge, die du herausfindest, sehr problematisch für den Glauben. Und viele haben dadurch auch den Islam verlassen. Zusätzlich kommt auch noch dazu, dass es Islamexperten gibt, die nicht Muslime sind und die auf einmal sagen, ja, das macht keinen Sinn, das stimmt nicht, das ist nicht wahr und du weißt ganz genau, Achi, dass das sich in deinen Büchern befindet. Also der, ohne es zu begreifen, hat der Yasser Qadi den Islam vernichtet. Einfach nur herrlich, ey. Einfach nur herrlich. Und jedes Mal ist es immer dieser Mohammed Hijab, merkt ihr? Jedes Mal, wenn Mohammed Hijab irgendwie Debatten führt, Interviews führt, verpasst er dem Islam so ein Krater. Das ist unglaublich, dass die den nicht schon so aufgehalten haben und Leute dorthin gegangen sind und ihm gedroht haben, dass der aufhören soll, so Interviews zu führen und allgemein nicht mehr dauertätig sein soll. Macht er trotzdem weiter. Das ist unglaublich. Ja. Ist denn alles hier? Du bist so unsicher in deinen Augen, in deinen Aussagen, dass du es mit deinem Lachen übertünchen musst. Ja, nee, ist klar, ey. Also, wenn Dr. Yasser Qadi das selber zugibt, ne, wer bin ich dann, dass ich dem widerspreche? Der hat ja mehr, millionenfach mehr Ahnung als ich, ey. Das ist ein richtiger Doktor, der hat einen richtigen Doktortitel. Und wenn er schon den Islam quasi mit diesen Sätzen ruiniert hat, dann freut mich das sowas von dermaßen, dass ich einfach nur noch darüber lache. Und jetzt verstehst du das Lachen dahinter. Es hat nichts mit Übertünchen zu tun oder Unsicherheit oder so, sondern das ist komplette Sicherheit. Dass man sich einfach nur noch lächerlich machen muss darüber, was die muslimischen Umma da alles von sich gibt. Das musst du dir mal geben. Es liegt also an dir, dass du mit mir hier sitzt und auch darüber lachst. Das kann ja keiner leugnen. Allein schon die Tatsache, dass die Sahaba ja unterschiedliche Koranversionen hatten. Ne? Der Uba ibn Ka'b hatte auf einmal 116 Suren, der Ibn Mas'ud hatte 111 Suren. Unzählige Sahabis sind in den Tod gegangen in der Schlacht von Yamama mit Hunderten von Versen. Und die Sure Al-Ahzab, die Sure 33, war eigentlich so groß wie Sure Al-Baqarah. Hunderte von Versen sind weg. Das ist so heftig.
nimmst mich an, musst eine Anfrage schicken. Könnt ihr mich hören? Ist das heftig, ey. Ich will realer rüberkommen. So Bock zu kämpfen. Eins gegen ein. Was? Ich komm ohne meine Cousins. Kämpfen, eins gegen eins. Bruder, lass uns kämpfen und danach werden wir Brüder. Bruder, ich küsse deine Kniekehle. Bruder, ich küsse deine Kniekehle. Eins gegen eins. Ich komme alleine, dann siehst du auf einmal in jeder Ecke steht ein Bruder, ein Cousin, ein Onkel. Alle sind da. Hey, Walla, ich kämpfe alleine gegen dich, Bruder. Ja, du sollst für das Wort Gottes kämpfen, nicht gegen Fleisch und Blut. Nein, ich will gegen dich kämpfen. Lass uns das austragen. Was hast du denn damit, wenn du mit mir kämpfst? Was hast du denn davon? Ja, Bruder, dann hörst du auf mit diese Islamfitner und so, inshallah. Ja, ich soll dann nicht auf, wenn du gegen mich kämpfst. Da mach ich erst recht weiter. Nein, Ich werd dich brechen, glaub mir, und danach ich werde dich nicht brechen. Ich bin unbrechbar. Okay, du kannst TikTok brechen, KitKat brechen, aber nicht den Dr. Sheikh Abu Amir. Bruder, du hast dir selber den Titel gegeben. Was für Sheikh Abu Amir? Ja klar, ich bin nicht die Abu Amir. Hallo, ich habe mehr Ahnung als die TikTok-Sicherung nehmen. Hey, jetzt habe ich eine Verstoßverwarnung bekommen. Guck dir das mal an. Ey, lass mal kämpfen, TikTok sportlich. Nein, hör auf mit deinem Kämpfen. Geh und. Ja. Ich habe eine Verstoßverwarnung bekommen, ihr Lieben, ne? Kämpfen will. Der will nur kämpfen. Habt ihr gesehen? Der will nur kämpfen. Er ist so unglaublich, ey. Die möchten alle gerne Gewalt anwenden, aber dann werden sie natürlich vom Staat direkt eingesperrt. Kämpfen hier und kämpfen da, anstatt für das Wort Gottes zu kämpfen. Ne? Ich krieg schon wieder Kopfschmerzen, du. Das kann doch nicht wahr sein. Ex-Muslim, was geht? Warte, ich habe eine Verstoßverwarnung. Die sollen den guten Kampf kämpfen. Was ist deine Mission hier auf TikTok? Ja, Menschen von Jesus Christus zu erzählen und die Finsternis namens Islam ans Tageslicht zu bringen. Das ist meine Mission hier auf TikTok und auf YouTube und auf der ganzen Welt. Findest du das gut? Findest du nicht gut, ne? Lass kämpfen. Ja, das ist dieser islamische Geist. Ich habe ja gesagt, der islamische Geist ist ja auch in den anderen Muslimen da drin. Der eine äußert das und der andere unterdrückt das so ein bisschen, aber das ist in ihm. Und die möchten alle so ein bisschen kämpfen, machen und tun. Ne? Habt ihr nicht gesehen? Traurig, ja. Nur der Jesus Christus kann euch von dieser, von dem Wahnsinn, der in euch ist, befreien, ne? Wem der Herr Jesus frei macht, der ist auch wahrhaftig frei. Und ich hoffe und bete natürlich, dass der
Herr euch die Augen öffnet, dass ihr diese Gewalttätigkeit aufgibt und anfängt, über eure Ewigkeit nachzudenken. Ne? Und einsieht, dass das nichts bringt, weil ihr schadet nur euch selber, eurer sogenannten Religion, und somit zeigt ihr auch der Gesellschaft, was für ein Geist in euch ist. Ne? Ich hoffe natürlich und bete, dass der Herr euch Gnade schenkt, ne? Gnade an euch hat. Weil wenn ihr ohne den Herrn Jesus Christus in den Tod geht, in eure Haut will ich nicht stecken. Dass du mich irgendwann vorfährst. Danke, dass du für mich betest, dass ich nicht vorfahre. Du sollst für mich beten, dass mir nichts passiert. Das. Wo ist mein Bruder hin? Ey? Der wollte auch eigentlich reinkommen. Schläft, ja. Aber nochmal darauf zurückzukommen, ne, wen die Muslime da eigentlich folgen. Ne, jemand, der wirklich verhext war und so Satan die Kontrolle über ihn hatte, er nicht Herr seiner Sinne war, der diese ganzen Aussagen getätigt hat mit Kamelurin, Honig trinken, dass die Sonne sich in einem schlammigen Wasser setzt und dass die Frauen Spermien haben, wer auch immer beim Entladen zuerst kommt, das Kind dem Elternteil ähnlich aussieht. Das ist eine einzige Katastrophe. Und die Muslime machen sich überhaupt gar keine Gedanken darüber, was der Mohammed da eigentlich sagt. Sie denken gelogen, dann können wir diese Hadith auch in die Tonne kloppen. Obwohl es Sahih ist, korrekt. Der Buch diesen Isnad überprüft und es als authentisch erachtet hat, was ist dann mit den anderen Hadithen, die auch dieselben Überlieferer haben? Also müssen wir davon ausgehen, dass der Islam kompletter Quatsch ist. Und somit habe ich dir das auch in dem... Ich gebe dir Döner-Teller aus. Ich will keinen Döner-Teller. Ich will Grill-Teller. Mit Döner-Teller bekommst du mich nicht. Ich will einen richtigen Grill-Teller mit allen Fleischsorten da drauf. Was will ich denn mit so einem Döner-Teller? Ey? Hallo? Bin ich dir nicht mehr wert als ein Döner-Teller oder was? Dr. Sheikh Abu Hamid ist exklusiv. Hallo, der braucht schöne Lammkeulen, Chi-Köfte, Tavuk hier Spieß und Adana Kebab und sowas. Von allem etwas. Mit so Döner-Teller, was ist das bitte? Habe ich keinen Bock. Habe ich keine Lust drauf, auf so Döner-Teller. Chewappe. Chewappe-Chichi. Amen. Gott möge dich beschützen. Auch dich, auch ihr, euch, ihr Lieben, ihr Wundervollen, ihr Gesegneten, die Deutschen. Ja, ich hatte mit meinem Bruder auch darüber gesprochen, hier mit der Zuwanderung, wie mein Bruder schon gesagt hat, ne, dass da etwas auf Deutschland zukommt, das danach aussieht, als würde der Herr Jesus Christus Gericht über diese abgefallene Passchristenheit halten.
Und er behält recht, ne, mein Bruder behält vollkommen recht. Mufti aller Muftis, genau. Der Mufti aller Muftis. Sehr gut gesagt, dass es dann Leute gibt, die das auch erkennen. Es ist prima. Habibi Amir, du hast Angst, Amir. Wovor habe ich denn Angst? Ja, das kann doch nicht wahr sein. Unglaublich. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, mein Lieber. Merkt ihr das?
Bombastic. Ich komme rein, direkt lese ich Mr. Bombastic. Das ist unfassbar. Mr. Bombastic. Ja, wer ist Mr. Bombastic? Aber jetzt dabei. Darüber nachdenken muss, wie einige da ihre Quellen lesen und so, ne? Das ist unglaublich. Sie blenden alles aus, ne? Alles wird ausgeblendet. Alles wird ausgeblendet. Leugnen, verdrehen. Ihre Gelehrten sind auf einmal Idioten, die keine Ahnung vom Islam haben und so. Ne? Die können ja auch Fehler machen. Ne? Dann, wann es ihnen passt, sagen die, dass die Gelehrten Fehler machen, wenn es auf einmal brenzlig für sie wird. Ey. Unglaublich. Ey. Was für eine heuchlerische Bande. Ey. Mal eben hier auf diese Sache hier konzentrieren. Thank you.
Was geht hier ab in diesem Chat? Was geht hier ab in diesem Chat?
Ist das herrlich. Schön Sachen erledigen. Dankeschön, danke ihr Lieben, danke für diese ganzen Likes und Geschenke. Danke, danke, danke. Hallo Amir. Hi Hussein, Gott segne dich und deine Familie, da bist du ja wieder. Danke Amir, ja deine Familie auch Amir, dankeschön Bruder. Hast du mich vermisst? Ja Bruder, ich habe an dich heute gedacht, jetzt gerade vor 10 Minuten. Weißt du, was ich gedacht habe? Was denn? Ich habe gedacht, warum hat der Amir nicht mehr ein bisschen Nachsicht mit den Muslimen? Weißt du warum? Warum? Weil ich gedacht habe, du warst ja auch früher Muslime und ja. Du musstest ja auch erst erfahren, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist. Und die Leute sind ja in ihre Religion hineingeboren und natürlich haben die jetzt nicht so viel Wissen wie du jetzt. Und dann, wenn du dann sagst halt so und so, dann werden die das dann halt wahrscheinlich falsch aufnehmen oder die werden dir dann auch gar nicht mehr wirklich zuhören wollen. Weißt du, was ich meine? Ja, es gibt natürlich einige, die dann stumm schalten, also auf Durchzug. Aber es gibt auch darunter eine breite Masse, die dann gerne lernen möchte. Ne? Ja. Und die einen begreifen das schneller und die anderen brauchen ein bisschen länger. Ne? Also man muss halt die Quellen immer nennen, man muss denen halt diese Option geben, dass es auch noch andere Seiten des Islams gibt und da muss man sich mit auseinandersetzen und ihnen quasi die Möglichkeit geben, es auf sich einwirken zu lassen. Ne? So ist das. Ja. Aber ich habe dir gestern auch gesagt, egal wie du es rüberbringst, sobald du auch im freundlichen Sinne das machst, sie werten das immer als Angriff, verstehst du? Immer als Angriff. Ja, ja das ist ja, ja wie soll man das denn sonst angehen, Amir? Ich meine, guck mal, du bist ja schon sehr lange dabei. Und du hast ja bei den Muslimen, ehrlich gesagt, nicht viele Freunde geworden, ne? man kann so sehen und man kann so sehen. Natürlich habe ich auch sehr viele dadurch gewonnen. Okay. Im Sinne von, dass sie sich für Jesus Christus entschieden haben oder eine Entscheidung rausgetroffen haben. Ja. Aber dann auch auf der anderen Seite dann in Sachen... Ja. Weißt du, Amir, du weißt ja, dass ich ja nicht so in der Religion, in der Materie gut bin. Ich bin ja mehr so der Typ, der mit dir gerne redet über eine andere Seite von dir. Weißt du, was ich meine? Du bist ja nicht der Amir, der auf Leute auf der Straße zugeht und sagt, hier, das ist ein Terrorist oder das ist der böse Moslem. Das machst du ja nicht. Sowas machst du ja nicht. Sondern du bist zwar hier, und versucht aufzuklären, aber auf deine Art und Weise, wo die Muslime aber trotzdem dann sauer werden. Ja, natürlich, klar. Weil du musst ja vorstellen, ich widerlege ja quasi eine ganze Weltreligion und lege mich mit einer ganzen Weltreligion an. Ja, das ist das ja. Also, das ist natürlich kein leichtes Unterfangen, verstehst du? Das ist kein leichtes Unterfangen, da sagst du ganz genau was. Also da bist du auch in dieser Materie auch, muss ich auch sagen, einzigartig, wie du das da rüberbringst. Ne? Es gibt ja viele Leute, die vor dir, es gab wenig vor dir, ich weiß nicht, Bruder, ich kenne die Leute nicht, die so angefangen haben wie du halt. Ne? Also im englischsprachigen Raum gibt es natürlich unzählige von ihnen, aber hier in Deutschland ist das noch nicht so breit verteilt. Ja. Ne? Ah, okay. Ja. Ich glaube, in Deutschland führe ich den größten christlichen Kanal an, also in Sachen, so dass jeder das kennt, mit Jesus, Islamaufklärung und so, ne? Ja, auf YouTube, ne? Ja, schon klar. Also da haben wir ja auch alle gesehen, du bist ja schon Jahre schon dabei. Mehrere Jahre. Aber trotzdem, du kannst ruhig weiterreden. Ich guck mal ganz kurz, wie viele Aufrufe ich erreicht habe. Kein Problem. YouTube. Rede einfach weiter. Kein Problem. Also, Leute, ich quatsch mal einfach in die Runde hier rein. Auch an meine muslimischen Brüder. Ich selbst bin Alevite, sehe mich trotzdem als Muslime und versuche hier mit dem Amir halt nur zu klären oder beziehungsweise zu sprechen. Leute, ihr könnt hier reinkommen, mit dem sich unterhalten. Gut, der Amir hat halt seine Argumentationen, was vielleicht den einen und anderen vielleicht irgendwo ein bisschen wehtut. Aber wenn ihr stark genug seid und trotzdem
drüber hinwegseht und weiterreden wollt, dann macht das auch. Ohne irgendwie sich aufzuregen oder zu beleidigen, weil so kommen wir ja sowieso nicht voran. Weil wir müssen ja irgendwie einen Weg finden, wo wir miteinander leben und nicht irgendwie gegeneinander. Der Amir weiß das ja auch im Herzen. Na, Leute. Ja. Ich habe gerade mal geguckt, 13.059.000 Aufrufe habe ich bis jetzt erreicht. Also und darunter befinden sich natürlich Hunderttausende, die dann auch den Islam in Frage gestellt haben. Aber mal ganz locker, ne? Ja, aber Amir, guck mal, du musst ja aber schlussletztlich immer auch wissen, du hast ja schon so eine Reichweite, gerade die Zahl, die du ja auch gesagt hast. Ich meine, mittlerweile kennt dich ja jeder, weiß auch jeder, wie dein Standpunkt ist. Es gibt ja immer so auch einen menschlichen Update, sag ich mal. Also, vielleicht kannst du da auch ein bisschen den Muslimen ein bisschen entgegenkommen. Ja, wie viel Update soll ich denn noch haben? Damals ging ich ja noch total ganz komisch durch die Welt. Heutzutage führe ich ja eher so ein ganz, ganz gediegenes, anständigeres Leben durch Jesus Christus. Deswegen habe ich auch gesagt, als mein Vater das dann so mitbekommen hat, wie ich nach und nach ruhiger geworden bin und meine Art und Weise sich verändert hat, das ist sehr, sehr heftig gewesen für ihn, mit anzusehen, wie ich auf einmal ein ganz anderer Mensch wurde. Von natürlich ganz heftig so zu ganz ruhig so, ne? Ja. Diesen Satz werde ich bis heute nicht vergessen. Das habe ich auch sehr oft gesagt. Da hat er gesagt, ich weiß nicht, wer dich verändert hat, Junge, aber ich küsse ihm seine Füße. Ne? Da habe ich ihm immer gesagt, Papa, das ist der Jesus. Ne? Ah. Ja, aber der will das nicht wahrhaben. Ne? Kennst du ja, ne? Muslimischen Kopf. Ich glaube nicht, dass Gott mit seinen zwei Füßen hier auf der Erde rumläuft. Kennst du genau, wie die muslimischen Väter sagen? Amir, guck mal, mein Bester, ne? Sei mir nicht böse, dass ich nicht mitlachen kann, weil ich habe auch irgendwo da so meinen Punkt. Ich weiß, dass es auch Muslime gibt, die deinen Stream anschauen und auch bestimmt gelacht haben. Also das könnt ihr mir nicht hier, weil der Amir hat nun mal ein Lächeln oder ein Lachen. Wo das ein bisschen ansteckend ist, Leute, also bitte. Jalla, lach mit mir, meine Lieben. Jalla, du weißt so gar nicht, ey, ich sag dir, du weißt gar nicht, wenn so Muslime mich sehen, die lieben mich, die kommen zu mir und machen Fotos mit mir. Also ich hab das Scheiß von mir, guck mal, der ist Ex-Muslim. Also ich hab mitbekommen, wie viele von denen, und ich war überrascht, mit denen du debattiert hast, auch hier auf TikTok, die dich auch sehr herzlich gegrüßt haben und auch sich sehr herzlich verabschiedet haben und auch Die gesagt sehen doch, haben, dass ich einer von ihnen bin, weißt du was? Ich meine, das macht die auch irgendwo traurig, dass ich so einer von ihnen bin und auch nicht so ein Aussehen habe wie so ein weiß ich was, sondern wirklich, die denken so, das ist ein Bruder von uns so, ne? Ja. Und das wirkt nochmal ein bisschen heftiger auf die, ne? Dass dann jemand dasteht, der einer von ihnen ist, der auf einmal gegen den Islam spricht. Das ist für die so unvorstellbar. Ja. Ne? Aber trotzdem haben sie dennoch so Liebe für mich übrig. Ne? Auch wenn ich den Islam halt so kritisiere und versuche, den Islam wirklich Einhalt zu gebieten. Ne? Weil Amir, du siehst ja, wie gefährlich der Islam ist, auch für dich als Alevite, weil ihr Aleviten seid ja in den Augen der Muslime ja so Jaue. Das habe ich ja gestern schon erwähnt. Ja. Weißt du, was ich Das leider, ist die leider, niedrigste leider. Kreatur. Leider. Ja. Leider. Das finde ich auch schade, die bezeichnen euch als Jowers so, ne? Ja. Das ist leider. Leider, da müssen wir auch mit leben, leider Gottes. Aber was ich auch gemerkt habe, wenn ich mit Sunniten auch manchmal unterwegs bin und die wissen, dass ich Alevite bin, dann ist auch irgendwo da eine Akzeptierung da. Aber ich glaube, sobald sie dann untereinander sind, dann ist, glaube ich, die Meinung wieder anders. Ich bin aber auch nicht so der Mensch, der sagt, ja, ich verteufle das jetzt und sage, ihr seid die Bösen oder so. Man muss auch irgendwo sagen, okay, sie sind da hineingeboren und entweder jeder Mensch hat so sein Herz, sein Denken, so muss wissen, wie er damit klarkommt im Endeffekt. Weil wer will mit Hass sterben? Wer will mit? Keiner kommt in den Paradies, wenn man mit Hass, mit Verachtung gegenüber Menschen oder so. Wer kommt dann ins Paradies? Ich glaube nicht, ein Mensch, der so in den Paradies kommt, Amir, oder? Man muss schon mit gutem, reinem Herzen gehen, oder? Das Problem ist, wenn du den Herrn Jesus Christus annimmst und der Heilige Geist in dir Platz nimmt, er macht aus dir eine andere Person. Das Alte ist vergangen und das Neue wurde geboren. Du wirst also liebevoller, du wirst also die Welt mit ganz anderen Augen sehen. Das ist nun mal so.
Das kann dir jeder bestätigen, der den Herrn Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland angenommen hat. Wahrhaftig von neuem geboren ist. Ich sage nicht, dass die Leute, die auch den Herrn Jesus Christus angenommen haben und ab und zu mal fleischlich handeln, emotional handeln, das ist normal, wir sind Menschen immer noch. Ja. Aber eine Veränderung hat in seinem Leben stattgefunden und das kann keiner bestreiten. Aber ich habe in England, war das ein Typ, der war Christ und wirklich ein sehr krasser Gelehrter und der hat genauso wie du geredet, auf der Straße aber, ne? Ganz, ganz krass. Und er war schon, ich glaube, seine 30, 35. Und er ist irgendwann mal dann zum, sag du, zum Islam konvertiert worden. Was, also, wie denkst du über so einen Menschen, wenn du, sagen wir mal, so einen gesehen hättest? Was würdest du ihm sagen, der auch sehr belesen ist über Christentum, der auch über Islam sehr, sehr, sehr krass, wie du jetzt auch manchmal sagt, so und so und so, aber dann auf einmal zum Islam zurückkehrt. Was ist da geschehen? Gibt's natürlich auch, wenn er sich dann natürlich durch irgendwelche Passagen wieder so hinreißen lässt. Aber wenn du ja einmal den Herrn Jesus Christus kennengelernt hast und die Liebe Gottes in ihm gefunden hast, wirst du seine Hand nie wieder loslassen. Das garantiere ich dir. Es ist unmöglich, sie aus so abzuschlagen, verstehst du? Weil niemand kann sie aus den Händen des Herrn Jesus Christus reißen. Es gibt also ja Gläubige und es gibt Wiedergeborene, die in der Herde des Herrn sind. Wir gehören also ja zur Braut Christi. Wir sind seine Schafe und niemand kann seine Schafe aus seinen Händen reißen. Mhm. Natürlich gibt es Wölfe im Schafspelz, die da draußen rumlauern, um die Herde zu reißen. Aber jemand, der ja gefestigt ist in dem Herrn Jesus Christus, der ist auf dem Weg zum ewigen Leben und da kannst du davon ausgehen, dass der Heilige Geist auch in ihm Platz genommen hat. Ich meine, das ist auch sehr, du hast ja aber auch eine sehr, sehr mutige Entscheidung getroffen, muss ich ehrlich zugeben, weil du hast ja auch automatisch quasi in den islamischen Ländern quasi Hausverbot überall, ne? Kann man so sehen. Ja, du hast quasi, aber Urlaub in Tunesien, Marokko und so geht nicht mehr, nein. Geht nicht, nee, geht nicht mehr. Ich glaube, warte mal. Ich glaube, diese liberalen Länder, so wie Türkei oder sowas, ich glaube, da wäre es jetzt nicht so ein großes Problem, weil ich bin ja kein politisch aktiver Mensch oder sowas, okay, ne? Mhm. Es gibt genügend Islamkritiker, die auch noch ja so in die islamischen Länder reisen. Also das ist kein Problem ja irgendwie. Nur wo es problematisch wird, wo ja, so ein bisschen die Muslime da so ein bisschen härter drauf sind. Ja, ne? Nein. Amir, ich wünsche mir für dich, dass du ein bisschen mehr, bisschen mehr Nachsicht hast für die Muslime, auch für die Neuen, weil hier sind auch jüngere Muslime drin, die das nicht verstehen, die Materie. Und wenn man da so ein bisschen hart rangeht, ich glaube, dann denken die Leute ja auch mehr so, ne, der beleidigt ja uns nur. Der sagt ja nur Beleidigungen oder er sagt ja nur aber sobald du sagst, Sohn Gottes, sobald du sagst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, ist auch eine Beleidigung für die. Bro. Alles ist Beleidigung für die Muslime. Aber du musst dir mal vorstellen, alles ist eine Beleidigung. Aber wenn die Christen sagen, dass Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes ist, dass er gekreuzigt worden ist und er auferstanden ist, dass er dies und das und alles, was in der Bibel steht über ihn, ja, dass sie daran glauben. Und dann auf einmal kommt ein Muslim und sagt, nee, das stimmt nicht, Jesus ist nur ein Prophet. Ja. Und so, guck mal, wie sie eigentlich die Christen beleidigen. Das ist eine Beleidigung, ja, wenn du behauptest, dass Jesus Christus nicht der Sohn Gottes ist. Aber die Christen dulden das. Weißt du, manchmal frage ich mich, wer ist dieser Amir? Also, beziehungsweise, er ist ja zum Islam, er hat ja richtig studiert. Also welcher Tag, an welchem Tag, kannst du dich danach erinnern, welcher Tag das war, wo du gesagt hast, hey Mann, jetzt bin ich so belesen, da stimmt was nicht. Jetzt muss ich hier weg, jetzt muss ich was anderes machen. Was passierte da mit dir gerade in diesem Moment, wo du den Koran gelesen hast, wo die Hadithe gelesen hast? Ich meine, am Anfang warst du ja dafür. Am Anfang hast du es ja wahrscheinlich verstanden und irgendwann mal gab es doch bestimmt einen Tag. Ja, ich kannte mich doch gar nicht aus. Ich kannte mich doch null aus, verstehst du? Ich bin ja auf die Suche gegangen und dann wurde ich kündig, dass es sowas wie Tafsire gibt, dass es die Gelehrten gibt, dass sie das auslegen, dass ich das nicht selber auslegen darf, sondern wirklich zurückgehen muss zu den Sahaba und alles mögliche, um den Islam zu verstehen. Weil wer versteht den Koran denn besser als Mohammed und seine Gefährten? Also musst du nach deren Logik und nach deren Verstand und wie sie den Islam verstanden haben, musst du das auch so verstehen. Und wenn es halt heftig ist, dann ist es halt heftig. Oder du sagst, nee, mit sowas will ich nichts zu tun haben. Verstehst du? Ja. Aber das hast du selbst für dich selbst entschieden dann, ne? Nicht, dass irgendein Typ gekommen ist und hat gesagt, du, hör mal auf, das zu lesen. Nein.
Nein. Das Ich hast du habe selbst das sehr, nicht. das war ein langwieriger Prozess, der über Monate, Ja. Jahre ging. Und dann ging es dann halt los, ne, und komplett mich damit auseinandergesetzt und Ja, aber wie kam dieser ja. Kritik entstanden? Ich meine, du hast ja gelesen. Der Kritik war ja nicht sofort da. Der Kritik ist doch irgendwo irgendwann gekommen bei dir, oder nicht? Ja, genau, wo ich da diesen Imam gehört habe, der zum Christentum sozusagen gefunden, also zum Herrn Jesus Christus Aha. gefunden hat und dann halt Okay. seine Thesen aufgestellt hat. Das hat mich schon sehr, sehr fasziniert. Und Aha. ich habe mir das selber dann so durch den Kopf gehen lassen und habe das auch alles dann so geprüft und dachte mir Ja. so, oh, da stimmt irgendwas mit dem Islam nicht. Und als ich dann Okay. so draußen war, Ja. habe ich dann mehr oder weniger das Ganze dann jeden Tag tagtäglich so bin ich dann durchgegangen. Ne? Was sagen die Ja. islamischen Gelehrten? Was sagen die Hadithe? Was Ja. spricht dafür? Was spricht dagegen? Ja. Was sagt dies? Was alles? Also von A bis Alles, Z. Ne? Das muss alles. mir ja Ja. sicher sein. Ja. Das ist der Riesler. Ist das dein Bruder oder dein Freund jetzt? Nein, das ist mein Bruder, das ist mein leiblicher und geistlicher Bruder. Echt? Dein leiblicher Erzähl Bruder? Ja. nicht. Hallo Lass Risa. mich raus. Hallo, wo ist der? Der hört ihm nicht zu. Seine Doktortitel ist gekauft. Sein Ach du meine Plagiat-Doktortitel. Güte. Das hat er gekauft, Ja. das im Internet runtergeladen. Ja. Glaub ihm kein Wort. Deswegen reden wir auch von Updates und so. Menschliche Abdel, Updates. Updates. Ja, schön. Reza, wie Komplimente. geht's dir? Reza, wie geht's dir Ja, eigentlich? danke dem Herrn, gut. Ja, Danke dem Herrn also, Jesus mit und es ist, dir. siehst du, Leute, guck mal, Reza, ich möchte auch was dazu sagen. Ich meine, man kann wirklich, wenn man auch so redet wie ich jetzt, ja, ohne dass ich jetzt irgendwas hinausballer Ja. und einfach zuhöre und auch normal antworte, dann geht das. Man muss sich nicht gegenseitig mit Suren Ja, und Hadithen bist du. und Belieferungen runtermachen. Wir sind alle, im Endeffekt sind wir doch Menschen und da müssen wir uns, wir müssen doch einen Weg finden, wo wir miteinander sind. Amir. Reza, oder nicht? Also Ja, klar, aber wenn du siehst zum Beispiel, dass, ja, du, grundsätzlich sollen wir natürlich in Frieden leben, ja, ja. aber wenn du siehst, dass ein Mitmensch von dir, zum Beispiel von einem Taschendieb, Ja. beklaut wird und du siehst das gerade und er sieht das nicht, würdest du nicht hingehen und sagen, pass auf, der will gerade deine Tasche klauen? Ja, das verstehe ich. Okay. Du würdest ihn Ja. warnen, richtig? Ge Genau, genau. ja. Und das Nee, ist ja die Aufgabe von uns, wenn wir sehen, Ja. dass die Muslime verloren gehen Ja. aufgrund dieses Weges, was ja der Islam Ja. einschlägt. Und deswegen müssen wir die rausholen und zeigen die Ja. Betrügerei, die wir sehen. Okay. Und wenn die dann sagen, Okay. ja, ist okay, ich bin damit zufrieden mit dieser Betrügerei, ist egal, ob der mein Ja. Portemonnaie laut, aber Ja. danke, dass du mich gewarnt hast. Und dann gehen wir auseinander. Ja. Das ist das. Reza ist gerade kurz stumm geschaltet. Leute, guck mal, was ich jetzt eigentlich versuche zu erklären, auch an euch alle. Ich möchte eigentlich nur sagen, was steht da? Hüseyin ist kein Moslem, dann braucht er auch nicht für Moslem zu reden. Was ist das für ein Spruch? Mein Gott. Totale Verurteilung gegenüber mich. Ich habe gesagt, dass ich Alevite bin, dass ich mich als Muslime sehe und dass ich hier hinkomme, um einen Frieden irgendwie im beisammen Zusammenleben mit Christ und Muslime mache und du kommst direkt mit sowas an und dann bist du noch einer von mir. Verstehst du? Und dann, und guck mal, und sowas liest man nicht Dann von den sind wir noch. Christen. Sowas lese ich dann von einem Muslime, der mich jetzt so runtergemacht hat. Und Al-Kini, wahrscheinlich ein Türke, Alter, der sowas gegenüber mir schreibt. Also schäm dich erstmal dafür, ja? So, nicht, dass ich auch gleich zum Ex-Muslim Weißt du werde warum? Weil du hier hier. mit uns redest und den Islam Hammer. versuchst so ein bisschen zu entschärfen und sowas, was natürlich richtig ist. Aber das ist Ja. für die unvorstellbar, sowas. Das ist unglaublich. Auch weil du Na, Alevite bist. In erster weil ich Linie, an weil du nee, weil Alevite ich, bist und ja. definitiv. Definitiv, weil ich Alevite bin, Alter, da machen die mich einfach so runter. Das finde ich schade eigentlich, weißt du? Na, und Da aber. siehst du mal, wenn ich Alevite wäre, hätte ich nur Verachtung für den Islam übrig und seine Ja. Anhänger. Nur Verachtung. Ja. Aber guck mal, das, weißt du, ich versuche da ein bisschen die Herz anzufassen. Du weißt ja, guck mal, da gibt es auch ein wunderschönes Foto von Jesus Christus. Da hält er mit seinen Fingern an seinem Herzen. Da siehst du sein Herz mit so einer Krone. Ich weiß nicht, was das genau ist, aber das hat für mich eine Bedeutung. Alles, was du tust, musst du mit Herzen machen, oder nicht, Amir?
Ja, natürlich musst du alles mit Herz machen, aber du siehst ja, dass wir im Kern immer noch der sündige Mensch sind. Ja, und du kannst stimmt. Gott niemals gerecht sein, auch wenn du versuchst, so mit Herz und mehr und dies okay. und das und jenes. Okay. Aber dahin zu gehen und wie du gerade jetzt aus eigener Erfahrung gerade jetzt hier gesammelt hast, dass ein türkischstämmiger Mensch, also ja. ein türkischstämmiger Mensch, ja. hier reinkommt und dich dann aufs Übelste dann anmacht, ne? Weil ja, du halt ja. Alevite bist und dann merkst ja. du, was für ein Geist da drin ist. Weil ein ja. Christ würde niemals auf die Idee kommen, sowas nee. Zu dir zu sagen. Nie! Das finde ich deswegen traurig. Leute, guck mal, da hat er mir wirklich in diesem Punkt recht. Ne, einfach so mich runtermachen, nur weil ich Alevite bin, ist nicht schön, Leute. Hört auf damit. Ja, ja siehst du, das macht natürlich in dir. Was löst das in dir aus? Wenn auf einmal ein Muslim.